Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde der Sofakultur. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur dritten Ausgabe unserer Sofakultur-Veranstaltungsreihe. Diese hat die Bürgerstiftung ins Leben gerufen, um lokalen und regionalen Künstlerinnen und Künstlern in dieser grauenvollen Corona-Krise unter die Arme zu greifen, ihnen hier eine digitale Bühne zu bieten und Einkommen zu ermöglichen. Wir, das sind meine Kollegin Katja Lutz, die bei uns in der Bürgerstiftung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und diese so wunderbar bunt und vielfältig und auf so unterschiedlichen Wegen digital und ganz konventionell gestaltet. Ja, vielen Dank. Und auf der anderen Seite, da seht ihr, sehen Sie Sabine Rubel, unsere Kollegin, die auch für den Rubel zuständig ist, und zwar fürs Fundraising und da ganz fleißig und emsig ist und auch für die Veranstaltungsorganisation bei uns bei der Bürgerstiftung zuständig ist und das mit super viel Engagement, Elan und Können durchführt, so auch unser Projekt Sofakultur, wo sie mit den Künstlerinnen und Künstlern, den Technikerinnen und Technikern hinter der Bühne alles gibt, damit diese Veranstaltungen stattfinden können. Und heute starten wir nämlich auch schon in die dritte Ausgabe, die Sabine für uns geplant hat. Und zwar haben wir heute das Jazz-Trio Groth, Bennecke und Neigenfind zu Gast. Darüber freuen wir uns sehr, dass die drei heute für uns musizieren werden. Und zwar sind auf der digitalen Bühne heute zu Gast Katrin Groth, die singt und Saxophon spielt, Tom Bennecke an der Gitarre und am Dobro, auf das ich besonders gespannt bin, weil ich nicht weiß, was ein Dobro ist, und André Neigenfind am Kontrabass. Genau, die drei sind schon lange befreundet und musizieren auch schon lange miteinander. Und heute spielen sie uns einen Querschnitt aus ihrem Repertoire. Das ist bunt gemischt mit Lieblingssongs, Eigenkompositionen. Wir hören Deutsch und Englisch. Es wird groovy und folky, habe ich mir sagen lassen. Und genau, ich bin super gespannt und freue mich auf den Abend und besonders auf den Kontrabass. Ich habe eine Schwäche für Kontrabass. Ja, ich war auch schon sehr drauf. Wir mussten nur bei diesem Mal, da uns ja die Corona-Pandemie immer noch stark im Griff hält, allerhand Vorkehrungen treffen. Die drei Musiker und auch die Technik waren heute Morgen schon alle im Testzentrum und haben einen offiziellen Corona-Test gemacht. Gott sei Dank sind alle Tests negativ ausgefallen, sodass wir heute Abend tatsächlich diesen Musikgenuss genießen können. Ja, Sie werden sehen, wir haben auch auf Abstandsregeln oder wir werden heute Abend auf die Abstandsregeln achten. Nur Tom und Katrin dürfen näher beieinander stehen, weil sie aus einem Hausstand sind. Die Techniker im Hintergrund haben alle medizinische Masken auf. Gelüftet wurde den ganzen Tag ordentlich im Konzertraum, so dass wir alle erforderlichen Hygieneregeln eingehalten haben und wir Gott sei Dank so ein unbeschwertes Konzerterlebnis haben können heute Abend. Ja, Katja, so viel zur Corona-Pandemie. Was haben wir denn sonst noch Interessantes zu berichten? Ich habe noch eine Zahl zu berichten hier von meinem Sofa. Sabine und ich haben uns ja schon, man sieht es nicht so richtig, aber auf dem Sofa gemütlich gemacht. Und zwar 6.000 Euro plus, von denen kann ich berichten, und zwar Spenden. Also über 6.000 Euro an Spenden sind schon zusammengekommen für unsere digitale Bühne, für unser Projekt Sofakultur. Und da möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei allen, die Geld gespendet haben und sich dadurch für die Künstlerinnen und Künstler hier in Braunschweig einsetzen und es möglich machen, dass wir Sofakultur so erleben können, wie wir es erleben. Dafür ganz herzlichen Dank. Ja, dem Dank kann ich nur anschließen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Ja, doch nun denke ich, wir beiden, wir haben genug Worte gesprochen. Jetzt soll Kommt die der Musik gemütliche hier Teil. die Regie übernehmen. Wir freuen uns riesig, dass wir jetzt den Vorhang öffnen dürfen und wünschen Ihnen allen ein wunderbares Konzerterlebnis. Ach ja, und nicht zu vergessen, in der Mitte des Konzerts machen wir eine kurze Pause für eine Fragerunde. Also überlegen Sie sich jetzt bereits, was Sie denn schon immer von den drei Musikern wissen wollten und stellen Sie nachher die Fragen über die Chatfunktion. Dann werden die hoffentlich auch beantwortet. Ja, jetzt viel Spaß beim Konzert Ganz und viel ich sage Spaß. Vorhang auf für Katrin Groth, Tom Bennecke und André Neigenfind. Viel Spaß, bis später. Bis Tschüss. später, viel Spaß.
Hallo Braunschweig, hallo Basel, hallo Zürich, hallo Karlsruhe, hallo Lünen, hallo Wuppertal und wo auch immer ihr jetzt zuguckt. Herzlich willkommen in unserem kleinen, aber feinen Wohnzimmer. Ja, wir sind das Groth-Bennecke-Neigenfind-Trio. Also Tom und ich, wir haben uns den André noch eingeladen, um uns schön mit seinem tollen Bass zu unterstützen. Und das erste Stück, was wir gespielt haben, war aus der Feder von Tom. Ein schönes Stück mit dem Namen Love. Wir wünschen euch viel Spaß bei einer Stunde Musik, mal ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Und ja, das nächste Stück, wir haben uns ja auch alle, was soll ich noch sagen, von wegen negativ getestet, positiv eingestellt. Also wir waren natürlich alle heute Morgen noch zum Testen und wir hatten einen sehr netten brasilianischen Sanitäter, der uns da ganz vorsichtig getestet hat. Und deswegen spielen wir jetzt Gingy, ein Stück von Antonio Carlos Jobim, auch ein Brasilianer. Und eins der schönsten Bossa Novas, finde ich. Genau, der Tom macht hier schon so ein bisschen Sound, weil ich muss gerade noch mal kurz umbauen. Das gerade war übrigens die Dobro. Das ist Toms neues Lieblingsinstrument. Das werdet ihr später auch noch mal hören. Ist ja, wir sind ja zu Hause, ne? Das ist das G. Sky, so vast in the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no man believes. Stories of love belong to you and me. I would say all the beautiful things that I see when you're with me, oh my Gingy. Oh Gingy, like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy. Happy Gingy, when you're with me. I love you more each day, yes I do, yes I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you know, Gingy, I'd be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. Thank you.
could say all the beautiful things that I see when you're with me, oh my Gingy, oh Gingy. Like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy. Happy Gingy, when you're with me. I love you more each day, yes I do, yes I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you know, Gingy, I'd be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. Oh, my Gingy, my Gingy. Oh, 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 oh. Und kein Cha-Cha-Cha. Sehr schön, ja. Genau. Ja, wir haben natürlich dieses Mal, das ist ja jetzt der dritte Livestream von der tollen Sofakultur, diese tolle Einrichtung von der Bürgerstiftung Braunschweig. Wir haben uns natürlich jetzt mal was Besonderes überlegt, weil wir haben teilweise in euren Wohnzimmern kleine Kameras installiert. Also, wir kriegen alles mit. Wir haben hier so einen kleinen Monitor. Wir sehen genau, wer sich gerade noch ein Bierchen holt oder wer die Füße auf dem Tisch hat. Ne? Also, schön mitmachen und ihr könnt gerne auch klatschen. Wir kriegen das so ein bisschen mit. Alles klar. Ja, also wir haben hier natürlich, es ist noch nicht, wo wir jetzt hier sind in diesem Wohnzimmer. Das ist noch ein neues Wohnzimmer. Wir haben ein bisschen versucht zu dekorieren. Eine wunderschöne Lampe, natürlich den tollen Kontramass. Es ist ja auch ein tolles Schmuckstück. Und ansonsten haben wir hinter uns ein kleines Merchandise-Regal gemacht. Da ist zum Beispiel auch noch hier so ein Cowboy-Hut vom Löwen. Ne? Da hat der Tom mitgemacht. Genau, Produktion von Jazzkantine. Jazzkantine-Schallplatte von André, eine neue CD von Britta Rex. On Air, On Water von Marla Glenn, unser schönes Debütalbum vom Jahre 2020. Die Eröffnung war, also das Release war am 2.2.2022. Da ist natürlich nicht viel passiert seit der Zeit. Ja. Und dann steht da noch eine schöne Schallplatte von Groth und Bennecke. Hier, ne, so. Ne? Genau. Und das nächste Stück, was wir spielen, das ist nämlich auf dieser Schallplatte. Wir haben davon auch noch einige. Wer möchte, kann sich da gerne an die Bürgerstiftung wenden und da mal nachfragen. Genau, also auch die tolle Veröffentlichung von André mit dem Britta Rex Quartett, Trio, Quartett, Quintett, Quartett ist es, ne? Mit Streichquartett, genau, wir haben sie schon gehört, also traumhaft, sehr zu empfehlen. Jetzt kommt Keine Grenzen. Der Text ist von Benji, einem Rapper aus Hannover. Musik von Tom, Jazzkantine, Tom und mir. Bitteschön. Ist trocken hier, ne? Tausend Namen für tausende Gesichter und im Kern das gleiche Ding. Manche lieben's sehr cool, andere weit härter. So verschieden und doch das gleiche Ding. Musik von überall wird überall gehört. Musik kennt keine Grenzen, nichts ihre Schönheit stört. Jeder singt sein Lied, so wie es ihm gefällt. Musik in allen Farben für die Buntheit dieser Welt. Was ist immer für alle da? Wo kommen sich Fremde einfach nah? Wo ist die Freiheit wirklich wahr? Musik kennt keine Grenzen.
was ist immer für alle da? Wo kommen sich Fremde einfach nah? Wo ist die Freiheit wirklich wahr? Musik kennt keine Grenzen. Tausende von Liedern, tausende von Stilen, Instrumente jeder Art. Schon lange Zeiten ist Musik sich am Verbreiten, schon seit dem ersten Tag drehen wir uns zum Beat dieser unserer Welt, die uns mit diesem Rhythmus stets am Leben hält. Hören die Melodie und was sie uns erzählt. Musik gibt immer viel, auch wenn einem gar nichts fehlt. Kommt mit, wenn ihr wollt, jeder ist willkommen. Egal woher ihr seid, jeder wird mitgenommen. Ob mit Tabla oder Conga, Schlagzeug oder Computer, ziehen wir zusammen. Denn bei Musik gibt's keine Gegner. Spür die Bewegung, denn es geht schon los. Der Musikzug rollt und der ist riesig groß. Hier ist für jeden was frei, ein Platz, der ihm gefällt. Dieser Zug hält niemals an und er fährt um die Welt. Durch Zeit und Raum, was Schöneres gibt es für mich selber kaum. Hier die Melodie, da der Bass, die Harmonie bringt dann erst noch richtig Spaß. Freunde von Jazz, von Klassik und Hip-Hop, Reggae und Soca und anderen Facetten feiern wir zusammen ein Fest. Es gibt keine Schranken, keiner bleibt hier außen vor, nicht die Alten, nicht die Kranken. Spür die Bewegung, denn es geht schon los. Der Musikzug rollt und er ist riesig groß. Hier ist für jeden was frei, ein Platz, der ihm gefällt. Dieser Zug hält niemals an und er fährt um die Welt. Was ist immer für alle da? Wo kommen sich Fremde einfach nah? Wo ist die Freiheit wirklich wahr? Musik kennt keine Grenzen, was ist immer für alle da? Wo kommen sich Fremde einfach nah? Wo ist die Freiheit wirklich wahr? Musik kennt keine Grenzen.
kommen sich Fremde einfach nah. Wo ist die Freiheit wirklich wahr? Musik kennt keine Grenzen, was ist immer für alle da? Wo kommen sich Fremde einfach nah? Wo ist die Freiheit wirklich wahr? Musik kennt keine Grenzen. Du, ne? Ja, Musik kennt keine Grenzen. Genau, so ist es nämlich. Und jetzt, es ist echt sehr trocken hier, ne? Ihr müsst ja nicht singen, aber ich muss mal kurz was trinken. Aber ansonsten, ihr könnt ja schon mal an, der André kann ja schon mal anfangen, wenn er auch etwas getrunken hat. Ne? Auch euch, wie sagt man, Prost, genau. So. Genau, das nächste Stück ist ein instrumentales Stück, da wird nämlich mal nicht gesungen. Und das ist von Eddie Harris, ein grooviges Stück mit dem Titel Cold Duck Time. Ach so, soll ich Tempo? Tempo, ne? Ja, super. Ja. Mach mal. Thank you.
Ich klatsche für dich, ich klatsche für dich. Alle klatschen mit, alle klatschen in die Hände. Ja, genau. So, wir wären ja jetzt schon fast, was ist ja für uns jetzt schon Halbzeit, ne? Die Mannschaft geht kurz weg. Nein, jetzt müssen wir uns natürlich den Fragen stellen. Jetzt kommt das Kreuzverhör. Wir warten mal ab, vielleicht will ja auch gar keiner was wissen von uns. Doch, Olli. Eine Frage, wie fühlt sich das denn so an, ohne Publikum zu spielen? Also wenn man, ich möchte euch, wer wollt ihr? Also ich sage erstmal, besser als gar nicht. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, finde ich. Es macht auch Spaß und man ist auch aufgeregt und hinterher hoffentlich, ich denke mal, dann auch so ein bisschen happy und erleichtert und hat diese ganzen Feelings, die man sonst bei Konzerten hat. Ja, finde ich auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, was für mich interessant ist, ist, dass man ja wie in der Probenatmosphäre ist, aber meistens ja dann doch in dieser Intensität nicht probt, sondern diese Intensität hat man nur live, aber jetzt ohne das Publikum, was komisch ist, aber auch nicht unangenehm. Also nicht, dass ich kein Publikum mag, aber es ist ja auch da. Also es ist, finde ich auch, es ist für mich auch nicht so, dass man jetzt denkt, ach cool, ja, jetzt ist halt so eine Kamera, wir sind jetzt hier schön zu Hause. Es ist schon auch ein schönes Geschenk, dass es die Möglichkeit gibt mit so einem Livestream. Man muss das jetzt nicht jede Woche machen, man muss das Publikum oder die Fans oder die Freunde nicht überanstrengen. Aber so die Situation an sich ist ähnlich wie im Studio. Wenn ich mit der Big Band im Studio bin, wo es nicht darum geht, jeder spielt seine eigene Spur ein und ist egal, kannst du noch mal machen, sondern man sitzt dann da mit 20 Leuten und das Stück wird aufgenommen und dann ist man nämlich auch ganz konzentriert und will natürlich auch keine Fehler machen. Und ist dann hinterher besonders erleichtert und glücklich, dass alles gut geklappt hat. Gab mal eine Frage, die hat sich, glaube ich, erübrigt. Haben die Jungs auch eine Stimme oder irgendwas? Keine eigenen Mikros, aber naja, ist schon so ein bisschen, sind wir schon klein gehalten. Also Sie haben auf jeden Fall auch eine Mitsprache. Genau. Und gibt's noch was? Wie lange spielt ihr schon zusammen als Trio? Da könnte ich ja jetzt die schöne Geschichte erzählen, dass wir uns vor 13 Jahren alle kennengelernt haben. Ne? Ihr kanntet euch vorher schon und habt ja schon auch mit der Dub-Guerilla-CD schon gemeinsam gearbeitet. Und wir haben uns alle gemeinsam bei einer Revue von der Autostadt kennengelernt. Da sind wir uns dann noch ein bisschen näher gekommen. Und dank André ist Tom bei dieser Revue mitgemacht. Und wir haben natürlich im Laufe der Jahre auch schon viele kleine private Gigs gemacht. Und das wird ja wohl auch wieder kommen. Also wir sind auch zu buchen. Ihr seht, vom Platz her, wenn ihr ein schönes Wohnzimmer habt, wir brauchen eigentlich nur eine Teppichgröße. Ein kleines Equipment bringen wir mit und können euch dann schön zu Hause live beschallen auch. Das waren die Fragen. Okay. André, hast du denn noch eine Frage? Das mal so nicht, ne? Tom auch wahrscheinlich nicht. Ich bin schon... Du bist von dem nächsten Stück, ja, das finde ich... Wie das wohl werden wird. Genau. Ich würde dann kurz fragen, ob ich noch kurz stimmen darf. Immer. Ja. Immer. Ich trinke noch einen Schluck, weil das ist mit dem Saxophonblättchen. Das wird auch immer sehr trocken. Oh, ich glaube, du musst auch noch mal das Mikro weiter. Ja, klar. Dann noch eine Frage, ob der Tom was... Genau, also wir dürfen uns ja sowieso das Mikrofon gut teilen, weil wir sind ja sozusagen ein Knuffelkontakt. Genau. Moment, ich stelle die Gitarre mal hier weg, dann kann ich die Dobro mir nochmal nehmen. Ja, siehst du, so kann es dann nämlich kommen. Ja. Also die Dobro. Erstmal, es sieht ja aus wie eine Gitarre, hat aber so einen speziellen Resonator mit drin, der dafür sorgt, dass es halt so ein bisschen in Richtung Banjo klingt, wenn ihr das so sehen könnt.
Das macht den Klang so ein bisschen hohl. Und dazu kommt natürlich, dass die Dobro eine Seitenlage hat, dass man da gar nicht drauf Gitarre spielen kann, sondern nur mit so einem Metallstab, mit einem Slide oder auch Tonebar genannt, da drauf spielen kann. Das Instrument ist typisch für Country- und Blues-Geschichten, aber mittlerweile auch ein Klassiker, der in allen möglichen Stilrichtungen wunderbar passt und tolle Atmosphäre schafft. Ich selber spiele das Instrument jetzt seit 7 Jahren und es hat so in den letzten Jahren hat es so den Sprung aus dem privaten Meditationsinstrument hin zu einem schönen Bandinstrument gemacht. Haben die das bei Truckstop auch gespielt? Da haben sie das in Elektro. Da haben sie es in Elektro, ja. Okay. Nee, wir spielen ja nur echte Instrumente. Also selbst wenn der Strom mal ausfällt, ist alles laut genug. Ist auf jeden Fall das Saxophon immer laut genug. Ja, das nächste Stück. Eins unserer Lieblingslieder. Und das ist halt auch so ein Stück, was man jetzt auf einem Live-Konzert mit Publikum, wenn man merkt, okay, die wollen jetzt ein bisschen, ne, man muss jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Da ist das dann vielleicht nicht so geeignet. Aber hier in dieser schönen Wohnzimmeratmosphäre haben wir gedacht, spielen wir das mal. Und zwar ist das aus einem Muppet-Movie. Und das heißt Rainbow Connection. Und es wurde gesungen von Kermit. Ja. Und wir haben nämlich 2 Enten im Garten, wollte ich auch noch sagen. Ein Frosch, ne? Enten, alles da. Genau. Why are there so many songs about rainbows, and what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers. Every wish would be heard and answered when we wished on the morning star. Somebody thought of that, and someone believed it, and look what it's done so far. What's so amazing that keeps us stargazing? And what do we think we might see? Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. We know that it's probably magic. Thank you.
Have you heard voices? I've heard them calling my name. Is this the sweet sound that calls the young sailors? The voice might be one and the same. I've heard it too many times to ignore it. It's something that I'm supposed to be. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers and me. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers. Das Herz wird weich, ich merke es schon. Meins auch, euers auch, ne? Ja, genau. Okay, wir legen noch einen drauf. Und zwar jetzt in Deutsch. Mit einem besonders schönen Bass-Feature noch. Das muss ich mal ablegen. Von Gregor Meile kommt das Lied. Und der Text, der Titel heißt Hier spricht dein Herz. Alles ungerecht und es scheint so, als wärst du noch zutiefst verletzt. Wenn man's genau nimmt, geht's dir gut und du liebst doch, was du tust. Du erwartest viel zu viel, denn der Weg ist doch das Ziel. Und alles bekommt man nie, und jeder fragt sich, wie man reich, berühmt und schön wird. Ich bin dein Herz, ich schlag tief in dir, hör nie auf zu träumen, denn so sprichst du mit mir. Ich bin ganz bestimmt immer ehrlich zu dir, und das Wichtigste ist, behalt dein Lächeln im Gesicht. Hier spricht dein Herz. Komm schon. Der rote Teppich stand dir nie so gut. Und es scheint so, als fließt in dir noch böses Blut. Hüte dich vor dem Entschluss, zu dem du dich zwingen musst. Sonst spürst du den kalten Kuss und ohne Liebe kommt der Frust. Dir vergeht die Lust
Und eigentlich liegt dir die ganze Welt zu Füßen. Ich bin dein Herz, ich schlag tief in dir. Hör nie auf zu träumen, denn so sprichst du mit mir. Ich bin ganz bestimmt immer ehrlich zu dir. Und das Wichtigste ist, behalt dein Lächeln im Gesicht. Träumen, denn so sprichst du mit mir. Ich bin ganz bestimmt immer ehrlich zu dir. Und das Wichtigste ist, behalt dein Lächeln im Gesicht. Hier spricht dein Herz. Hier spricht dein Herz. Dein Herz. Hier spricht dein Herz von Gregor Meile. Da geht die Sonne auf. So, was natürlich bei einem sogenannten Jazz-Trio auch nicht fehlen darf, ist mal so ein ordentlicher Blues. Und den spielen wir jetzt. Centerpiece nennt sich das. Und ist von Lambert Hendricks und wahrscheinlich von Lambert Hendricks und Ross, ne? Genau, Hendrick und Ross. Und wir kennen es von Van Morrison. Und du kennst es von Joni Mitchell. Richtig. Und jetzt lernen die Leute das alle kennen von uns. With you, pretty baby, the more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you. A happiness will never leave. Cause nothing's any good without you. Cause baby, you're my centerpiece. We'll buy a house with garden somewhere along the country road a piece. A little cottage on the outskirts, where we can really find relief. Cause nothing's any good without you. Cause baby, you're my centerpiece. Thank you.
pretty baby, the more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you, our happiness will never leave. Cause nothing's any good without you, cause baby you're my centerpiece. We'll buy a house with garden somewhere along the country road of peace. A little cottage on the outskirts where we can really find relief. Cause nothing's any good without you. Cause baby, 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 you're my center. Das war mal ein flottes Tempo. Das ist eben wieder dieses Live, ne? Wir haben ja keine Maschinen hierbei, von wegen 1, 2, 3, 4. Dann kommt ja noch ein bisschen der Adrenalinspiegel dazu. Da wird das ein oder andere Stück mal etwas schneller. Genau. So, wie sieht es denn mit dem Programm aus weiter, Herr Bennecke? Ich hätte da noch einen Vorschlag. Ein Vorschlag? Ja. Namens Too Much. Genau. Ist das denn dann unser letztes Stück? Ja. Ja? Mhm. Okay, weil der Tom hat sich noch schön seine Schulter irgendwie aus seiner Schulter gezerrt. Aber wir wollen ja, im Alter spricht man ja mal gerne über Krankheiten. Das machen wir jetzt nicht. Aber von daher kommt jetzt das letzte Stück für heute Abend. Also, ihr werdet uns natürlich auch wieder auf den Bühnen Braunschweigs, Dortmunds, Wuppertals, Wolfsburgs oder irgendwo sehen können. Das Stück, was wir jetzt spielen, nennt sich Too Much. Und das ist auch wieder ein Stück, was Tom geschrieben hat. Und Tom hat auch den Text geschrieben. Und es ist auch ein Stück von der neuen Band, die leider auch noch nicht live aufgetreten ist, aber es wurde schon kräftig geprobt. Und es gibt auch schon ein kleines, lustiges Video. Das hat Tom auch in der stillen Corona-Zeit gebastelt mit dem lieben Peter, dem Peter Jung. Und da macht auch der André mit, da macht die Maike Jakobs mit, da macht der Markus Schulze mit und. Andi Bärmich und ich, ne, noch diverse andere, Braunschweiger. Und genau, das singen wir jetzt zum Schluss. Und bevor wir jetzt natürlich dann das letzte Stück spielen, weil danach quatsche ich auch nicht mehr, bedanken wir uns nochmal echt total herzlich bei der Bürgerstiftung Braunschweig, die das alles hier möglich gemacht hat. Wir bedanken uns bei dem Publikum und wir bedanken uns bei den spendablen Braunschweigern, die schon so schön gespendet haben, damit das überhaupt zustande kommt. Also bleibt weiter dran. Jeder gibt, was er übrig hat. Und dann wird es noch schöne, viele Konzerte geben und sogar auch tolle Gagen für uns. Nein, tolle, ja, also auf jeden Fall tolle, ja, dankbare Gagen. Und wir bedanken uns natürlich auch sehr herzlich bei unserem coolen Technikteam, ne? Bei Momo und Olli. Vielen, vielen Dank. Genau. Und wir verabschieden uns mit Too Much. Moment, ich muss noch mal fragen. Ich hatte auch ein Solo, ne? Da hast du auch ein Solo. Da habe ich auch ein Solo. Ja, immer Solo. Gut, das war's schon. Okay, ja, das, Entschuldigung. Ogatones, genau. Something is mine.
Now the time we got news on it. Let me be with my habits. For now, I'm just fine. Sometimes we had to speak about it, or even dare a peek on it. Let me see right in your face, let me hear what's going wrong. Ah, das war super, Sabine, oder? Was sagst du? Ja, ein großartiges Konzerterlebnis hier auf meinem Sofa. Ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank. Ja, auch von meinem Sofa an Katrin, Tom und André. Vielen Dank, dass ihr so dieses Live-Erlebnis in unsere Wohnzimmer transportiert habt. Das hat echt richtig viel Spaß gemacht. Danke dafür. Und vielen Dank auch an die Technik im Hintergrund, dass das Streaming geklappt hat. Super, vielen Dank für die Unterstützung, auch an euch. Ja, ohne die würde gar nichts laufen, ne? Genau. Ja, und weiter geht's hier auf unserer Sofakulturbühne am 6. Mai. Wieder donnerstags, 19 Uhr. Und dann wird die Braunschweiger Sängerin Mel Germain hier auf unserer Bühne auftreten, die begleitet wird auf der Gitarre von Uli Liebau. Und am 27. Mai geht es dann weiter, diesmal mit Wort und Musik auf der Bühne kombiniert. Andreas Jäger wird für uns lesen, ich meine aus einem Krimi, und wird musikalisch begleitet von Alexander Hartmann und Peter Schwebs. Auch darauf bin ich sehr gespannt und freue mich schon. Ja, und dann hoffen wir, dass es auch über den Mai hinaus
weitergehen kann auf unserer Sofakulturbühne. Genau, Sabine und ich, wir träumen schon von Sofakulturausgarten in unserem superschönen Stiftungsgarten. Da werden wir mal sehen, genau, was die Corona-Situation hergibt, was die Planung hergibt und tatsächlich auch, was die Spenden angeht. Denn wie wir schon am Anfang gesagt haben, sind wir da auch einfach von den Spenden abhängig, um zu sehen, wie viele Ausgaben wir möglich machen können. Aber dazu werden wir uns rechtzeitig melden und sagen, wie und mit wem es weitergeht. Aber wenn Sie Lust haben zu spenden oder es möglich ist zu spenden, würden wir uns freuen, wenn Sie auf unsere Homepage gehen und dort vielleicht eine kleine Spende hinterlassen. Ja. Dafür ja. Vielen Dank. Würden wir uns sehr freuen. Und dann bräuchten wir nur noch ein paar Sofas für unseren Stiftungsgarten, dass wir richtig auch bei einer Live-Veranstaltung unserem Namen Sofakultur alle Ehre machen können. Ja, ich sehe es auch schon vor mir, aber irgendwie kriegen wir das alle gemeinsam hin, dass es da gut und schön weitergeht. Ich bin sehr optimistisch. Das hoffe ich auch. Ja, dann bleibt uns jetzt nur noch Ihnen allen einen wunderschönen restlichen Donnerstagabend zu wünschen. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, Ihnen und euch hat es auch viel Spaß gemacht. Bleiben Sie alle gesund und hoffentlich bis zum 6. Mai, wenn es hier auf der Bühne weitergeht. Alles Gute. Genau. Und bis dahin. Tschüss, tschüss. Sabine. Ne? Ja, tschüss, Katja. War schön mit dir. Ebenfalls.